Hey Leute, willkommen zu unserem neuen Video. Einmal mit Julia und einmal mit Anton. Und wir haben heute eine ganz große Menge an Kinderüberraschungseiern dabei. Einmal mit den Disney-Prinzessinnen. Wir sind gespannt, was da alles so drin ist, oder Anton? Genau. Und vergesst bitte nicht, sollte euch das Video gefallen, lasst uns doch bitte ein Abo und ein Like da, denn das hilft unserem Kanal beim Wachsen. Viel Spaß beim Schauen. Also, wir fangen mit dem mittleren Teil an. Das sind die einzelnen Kinderüberraschungseier. Danach kommen wir zu unseren Highlights. Einmal, wo eine Figur garantiert drin ist von den Disney-Prinzessinnen. Und einmal natürlich das größere Highlight, dort wo zwei Disney-Figuren enthalten sind. Genau. Und direkt einmal vorweg, welche Figuren drin sein können, sind Mulan, Ariel, Belle, Jasmin, Dornröschen, Rapunzel, Cinderella und Schneewittchen. Kein Frozen diesmal, aber ist auch okay. Genau. Gut, und damit? So, starten wir. Genau. Okay. Also wir haben jetzt schon allein bei den normalen Kinderüberraschungseiern 5 Prinzessinnen gezogen. Mhm. Ich meine, 2 waren doppelt, wir hatten 2-mal Rapunzel. Genau, ja. Genau, und ja, jetzt kommen wir mal zur Runde Nummer 2. Und zwar, wo die Figur garantiert drin ist. Genau, mal schauen, was wir da rausbekommen. Wir hoffen ja natürlich mal auf mindestens Ariel. Ja, ich brauche Ariel. Bis jetzt haben wir keine Ariel gezogen. Aber jedes Mal, wenn ich sage, oh, ich brauche die Figur, kriege ich sie nicht. Das ist irgendwie immer so. Das ist immer so. Aber ich würde sagen, wir versuchen mal unser Glück und hoffen auf Ariel. Dann bin ich nämlich weitaus glücklich. Ich liebe Ariel. Okay, ja, okay, los. Let's go. Okay, so, jetzt haben wir die Päckchen durch. Jetzt hatten wir genau 5 Prinzessinnen bekommen, weil wir auch genau 5 Päckchen hatten. Und uns fehlen aber immer noch 2 Highlights. Und zwar Cinderella und Schneewittchen. Die sind dann aber hoffentlich in dem nächsten Päckchen hier drin. Also eigentlich müssten wir jetzt Cinderella öffnen und hoffen, dass das Cinderella drin ist. Also, ja, oder? Ja. Dann machen wir einfach beide mal Cinderella auf. Ja, wir öffnen Cinderella. Gut. Das heißt? Das heißt, let's go. Let's go. Hier ist eine Lasche, nicht vergessen. Ja, ja, ganz wichtig. Also. Wir sind ein bisschen traurig. Uns fehlt eine Figur, die seltenste. Ja, Schneewittchen scheint die seltenste zu sein. Genau, mit Cindy hatten wir auch unsere Probleme. Die haben wir tatsächlich nur einmal gepult. Ja. Die anderen waren 3-4 Mal da. Ja, selbst eine Ariel haben wir, ich glaube, 4 Mal bekommen. Genau. Ja. Ja. Also sind die seltenen wirklich Cinderella und Schneewittchen. Ja. Genau. Das heißt, wir sind nicht ganz vollzählig, aber wir vermachen jetzt einfach mal weiter. Genau. So, das heißt, was haben wir alles rausbekommen? Wir haben jetzt Mulan, Rapunzel, Belle, Ariel, Jasmin, Dornröschen und Cinderella. Alle bis auf Cinderella haben wir bestimmt 3 Mal bekommen, hätte ich jetzt gesagt. Cinderella haben wir wirklich nur einmalig gehabt. Genau. Schneewittchen fehlt, wie gesagt. Genau. Und bei 62 Eiern, ja, fehlt immer noch eine Figur. Was echt krass ist eigentlich. Ja. Also ich habe tatsächlich gedacht, bei 62 Eiern würden wir einmal eine komplette Collection bekommen. Weil du ja so ein Disney-Fan bist, holen wir uns noch ein paar mehr. Natürlich, ich brauche jetzt Schneewittchen. Ohne Schneewittchen geht es gar nicht. Genau. Genau, schließlich ist sie einer der ältesten Animationscharaktere, die Disney kreiert hat. Die erste Disney-Prinzessin, ja, eigentlich, gell? Genau. Krass, okay. Ja. Boah. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal von rechts nach links mit Mulan. Genau. Ein sehr schöner Film. Dieses Jahr kam sogar eine Real-Life-Verfilmung von Disney raus, von Mulan. Mhm. Wir sind darauf gespannt, weil durch die Corona-Krise leider die Kinosaison ins Wasser fiel. Ja. Also auch schon auf Disney Plus zu sehen, wenn man Disney Plus hat. Genau. Mit VIP-Zugriff leider. Ja, aber ab Dezember soll der Film ja tatsächlich free to watch sein. Mal schauen. Wir sind gespannt. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf die Kriegerin. Genau. Mulan. Genau. Weiter geht's. Gut, dann haben wir hier Rapunzel. Ist dein Haar herunter? Ja, genau. Ist einer meiner
ja, ich sag mal, Lieblingsprinzessin, würde ich schon fast sagen. Das hört sich so falsch an, wenn du das sagst. Ja, aber es ist ja tatsächlich der Fall, weil ich finde, mit Rapunzel kam diese neue Ära der Disney-Prinzessinnen. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Und Finn ist mein absoluter Lieblingscharakter, oder Eugene, wie man ihn so kennt. Ja. Rapunzel ist auch der Lieblingscharakter meiner kleinen Schwester. Da wirst du dich vielleicht auch über so eine Figur freuen. Bestimmt. Genau. Ja, und ich muss sagen, also Rapunzel, so oder so, ich dachte tatsächlich, die wäre eine der seltenen Charaktere. Hätte ich jetzt erwartet. Ja, aber es ist wirklich so, dass Kinderüberraschungsei ja wirklich öfter die Disney-Prinzessinnen bringt. Mhm. Und ich meine, letztes Mal war es Aurora, die selten war. Echt? Mhm. Okay. Ja, es ist wirklich immer eine andere, die die Seltenheit erreicht. Genau. Okay. Ich komme zu Belle. Ja, Belle ist eine Abenteurerin. Sie liest gerne Bücher. Deswegen hat sie auch wahrscheinlich hier ein Buch in der Hand. Und natürlich die Abenteuerpose. Was? Ich muss gerade irgendwie an die drei Cavalieros denken. Prinzessin der Abenteuer! Schaut jetzt nicht bloß, dann wisst ihr, von was er redet. Ja. Genau. Genau. Und sie hatten wir jetzt, glaube ich, mal alleine dreimal in einem Überraschungsei. Nicht in einem, aber insgesamt dreimal, würde ich schon sagen. Upsi. Ja, so drei. Ja, ich glaube, dreimal kommt ja, genau. Ja, dreimal hatten wir sie. Genau. Genau. Gut, dann kommen wir zu Ariel, deinem Lieblingscharakter. Und du darfst alle meine Lieblingscharaktere präsentieren. Das hast du mit Absicht gemacht. Ja, voll. Ich habe sie extra so angeordnet. Ja, natürlich. Ja. Genau. Ariel, die kleine Meerjungfrau, ist eins der Disney-Filme, die man gesehen haben muss, meiner Meinung nach. Ich meine, als ich klein war, habe ich den Film bestimmt 8-mal gesehen gehabt. Wir hatten den auf VHS. So. Oh, VHS, den hatte ich auch. Ja, in Originalsynchro bitte, nicht mit der neuen. Die Originalsynchro ist weitaus besser. Genau. Genau. Und ja, was kann man groß sagen, außer Poor Unfortunate Souls, ne? Ah, oh, Ursula. Oh, mein Lieblingsbösewicht. Genau. Ja, ich feiere sie. So. Also, weiter geht's mit Jasmin, mhm. Die arabische Prinzessin von Agrabah. Man hat ihre Augenbrauen vergessen, wie es aussieht. Die anderen Prinzessinnen haben alle ihre Augenbrauen bekommen. Ja. Oder? Ich also meine, Ariel ja. Schon. Ja. Also bei Mulan sieht man sie auch ganz gut. Ja, bei Belle auch. Und auch Rapunzel hat sie. Ja. Aurora auch. Und Cindy auch. Okay, arme Jasmin. Man hat ihre Augenbrauen genommen. Ist vielleicht ein akrobatischer Trend. Du bist auch akrobatisch. Ja, leider hat man die Augenbrauen von Jasmin vergessen. Mich würde es jetzt mal interessieren, ob das bei allen Figuren ist. Wir haben die ja öfter gepult. Guck mal nach. Oh Gott, dann musst du jetzt alle durchgucken. Ja klar, wir müssen das jetzt wissen. Oder, Ladies? Ich meine. Ja, das ist ja alles. Genau. Oh Gott, ich ziehe jetzt gerade nur Ariel raus. Da, warte mal. Dieses Flop-Geräusch. Ja, ich hatte ja auch keine Augenbrauen. Okay, also man hat bei Jasmin tatsächlich die Augenbrauen vergessen. Nicht so schlimm, sieht man kaum. Von dem her passt es ja. Trotzdem ist die Figur schön. Genau. Ja, genau. Weiter geht's mit Aurora. Aurora. Die haben sie auch ganz gut getroffen, finde ich. Ja, mit Augenbrauen. Genau. Man muss aber auch sagen, ich finde trotzdem, sie ist halt so irgendwie so eine Prinzessin, die in ihrem eigenen Film kaum vorkommt. Ja. Ja, sie genau. Sticht sich in den Finger mit dem Dorn. Und dann pennt sie halt lang. Schläft sie lang. Hat halt einen harten Hangover gehabt oder so. Genau. Genau. Aber die Prinzessin, die Figur selbst sieht echt gut aus, aber ich finde auch generell die Figuren sehen gar nicht so schlecht aus. Das stimmt. Bei Jasmin fehlen halt die Augenbrauen, aber wie gesagt, das ist vielleicht ein akrobatischer Trend, kann man ja so nicht sagen. Okay, machen wir weiter zu unserer Rarität, und zwar Cinderella. Mhm. Leider nur einmalig bekommen. Trauer. Ich bin kurz traurig. Nur einmal bekommen. Ja, ja, ohne Spaß. Nee, es ist wirklich, Cinderella ist auch das Klassische. Ja. Also jeder kennt Cinderella, jeder kennt Aschenputtel in verschiedenen Arten von Erzählungen. Es gibt die grausame Variante, es gibt die schönere Variante.
die Grausame geht einem nicht mehr so leicht aus dem Kopf. Flashbacks. Ja, aber sehr schöner Film. Genau. Figur passend. Sie hat auch Augenbrauen bekommen. Sorry Leute, die Augenbrauen lassen mich nicht mehr los. Finde ich gut, ja. Ja. Und sie hat natürlich auch ihre typische Pose. Ja, sehr schön. Ich finde es auch schön, dass die Kleider von den Prinzessinnen auch wirklich schön mit Stoff sind. Mhm. Die Faltung ist ein bisschen kompliziert. Es ist echt eine Friemelarbeit. Also es ist echt eine Friemelarbeit, eher für Kinderhände gedacht. Ja, also ich habe es bei Mulan nicht hinbekommen. Also ja, bei Belle haben wir es auch nicht hingekriegt. Ich glaube, ich habe auch Belle gemacht. Aber ich habe Rapunzel gemacht. Das hat wenigstens hinten die Faltung. Ich bin so stolz auf dich. Ja, ja. Also man braucht wirklich Geduld damit, es zu falten, aber es funktioniert und sieht letztendlich echt schick aus, wenn man es hinkriegt. Nicht so wie Antons Versuch, verzweifelter Versuch, Belle hinzukriegen oder Mulan. Aber ich meine, sonst sehr schön. Vor allem, man sieht ja eigentlich auch schon an den Posen von den Prinzessinnen ihre Persönlichkeit. Das finde ich auch sehr interessant, dass man in einer kleinen Minifigur die Persönlichkeit treffen kann. Stimmt, ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber ja, du hast recht. Ja, ich weiß, ich habe immer recht, ich bin die Frau. Genau. Aber jeder hat so wirklich seine Persönlichkeit abgekriegt. Mhm. Das macht es nochmal besonders. Ja. Und für so Kinderüberraschungseier sind die auch richtig schön detailliert. Also wenn man auch die Haare anguckt, ist die Struktur auch wirklich vorhanden. Mhm. Aber ich meine, so kennen wir ja Kinderüberraschungseier. Ja, ja. Genau. So. Ich würde sagen, ich brauche noch mehr Kinderüberraschungseier, da mir jetzt noch Schneewittchen fehlt. Appell an dich. Ja, das heißt, ich muss jetzt mehr holen. Genau. Kleines Update vor dem Ende des Videos. Während ich das Video bearbeitet habe, haben wir nochmal knapp 30 Ü-Eier gekauft. Und darunter war dann auch dann endlich Schneewittchen dabei. Jetzt haben wir insgesamt also nicht 62 Ü-Eier aufgemacht, sondern 92. Unser Fazit. Wir hatten 62 Eier und in diesen 62 Eiern hatten wir 20 Prinzessinnen. Eine davon war Cinderella, die anderen hatten wir doppelt, dreifach, teilweise vierfach. Ja, ich glaube gerade Jasmin vierfach. Genau. Schade ist, dass man nicht die komplette Serie bekommen hat. Ja. Uns fehlt Schneewittchen. Genau. Genau. Ja, und jetzt kommen ja auch ganz, ganz viele andere Sachen noch in den Ü-Eiern drin vor. Kennt man ja, ich meine, dafür ist Kinderüberraschung ja auch da. Früher waren aber auch kleine Autos oder generell schon so ein paar Spielzeuge da, die halt einfach generell so Spaß gemacht haben. Und auch schneller zum Aufbauen. Also genau. Man hatte damals ja schon diese Friemelarbeit, aber jetzt ist es wirklich eine Kunst schon fast. Ja. Und das finde ich anstrengend. Ja, und vor allem auch diese App-Sachen. Also, dass man ein Kinderüberraschungsspielzeug mit einer App verbindet. Ich weiß nicht, ob das die neue Generation jetzt generell groß gut anspricht. Ich meine, ja, die sind mit dem Handy in der Hand gefühlt aufgewachsen, so ist es nicht. Aber ich weiß nicht, es ist halt nicht mehr nur Spielzeug. Es ist halt, man verbindet alles mit dem Smartphone, um das volle Erlebnis zu bekommen. Es ist halt ein bisschen schade, finde ich. Ja, also früher war es ja auch wirklich so, da war ja auch schon dieses Feeling dabei, wo man auf diesen Beipackzettel einen Code bekommen hat. Ich weiß nicht, war das damals ein QR-Code? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. Wo man wirklich auch an seinem Rechner irgendwie ein Spiel spielen konnte. Mhm. Aber es war immerhin noch eine Figur dabei. Wir hatten jetzt teilweise einfach Papierfetzen, wo irgendwas drauf gedruckt war. Und dann ist ein Hinweis auf eine App, dass das irgendein Spiel ist. Das fand ich irgendwie nicht so schön gelöst. Mhm. Da waren sie früher definitiv besser. Ja, was das angeht schon. Ja, das angeht schon. Genau. Aber im Großen und Ganzen kann man ja eigentlich sagen, mit Kinderüberraschung kann man ja eh nichts falsch machen. Genau, es ist immer so ein kleines Mitbringsel. Und gerade, also ein Appell daher, wäre es auch nicht mal wieder schlecht, in Mädchenei ein Auto reinzumachen. Ja, ich meine, was spricht da groß dagegen? Ich mein, ja, weil das habe ich jetzt echt vermisst. Ich meine, dieses stereotypische blaues Junge, rosa ist Mädchen, das gibt es, glaube ich, eh schon lange nicht mehr. Ja. Also,
Ich bin blau. Ich bin grün. Ich bin raus. Okay. Genau. Gut. So, das war's von unserem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und lasst uns doch ein Like oder einen Kommentar da. Genau. Weil, ich meine, was ist eure Lieblingsprinzessin? Anton hat sich ja schon geoutet, er mag Rapunzel und er mag Ariel. Ja. 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 Was also, kann man so sagen? Was ist eure Lieblingsprinzessin? Schreibt uns in den Kommentaren. Genau. Und sollte euch generell vielleicht Kinderüberraschung Unboxing gefallen, wir haben bereits ein Star Wars Video dazu gedreht, das wir hier verlinken. Und ansonsten schaut doch mal in unsere Playlisten vorbei. Genau. Und vielleicht Spoiler-Alarm. Nächstes Mal machen wir ein Pokémon-Unboxing. Da freue ich mich persönlich drauf. Oh ja. Genau. Seid gespannt, was euch erwartet. Oh ja. Also, ihr Süßen, macht's gut. Ciao. Ciao.